Ja, willkommen zurück. Wir werden diesmal ein wunderbares Dessert kochen für Katze von Baronin. Mr. Probieren wir mal dieses Futter aus. Paywacket. Paywacket, das ist auch ein Name. Ich kann ihn mir nicht merken. Ich gucke als ins Handbuch und gucke, wie die heißt. Uah. Na, mag sie das? Ganz schön groß, finde ich. Hey, Frederik, ihr schmeckt es. Was soll ich jetzt machen? Wiep, 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 wiep. Töten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Nein, ich darf doch das arme kleine Pelztier nicht verletzen. Vielleicht sollte ich ihr helfen. Das Halsband sitzt so eng. Mädel, du weißt das. Oh. Gut für dich, dass du es dir überlegt hast. Wie heißt es so schön? Geh nie mit Messer zum Pistolenduell. Vorsicht, Mona, das Kätzchen hat Krallen. Okay. Ja gut, wir haben das, ne? Aber... Oh mein Gott, wenn das reicht. Guten Abend. Ich bin kein Katzenliebhaber. Ich hätte es nicht so schlimm gefunden. Nein, aber Gottes Willen, ich kille keine Katzen. Aber wobei, die ist so hässlich. Wer bist du denn? Hi, Wackett. Die richtige Frage wäre, wer war ich? Ich war mal die Vertraute der Baronin. Was meinst du mit Vertraute? Eine Vertraute ist der besondere Behüter einer Hexe. Ich habe der Baronin auf vielerlei Weise gedient. Habe ihre Sachen bewacht, während sie unterwegs war und solche Dinge. Damals besaß ich sogar begrenzte Zauberkräfte. Was ist denn geschehen? Tja, ich war wohl nicht so mächtig, wie die Baronin gehofft hatte. Also wurde mein Job an einen Homunculus von außerhalb vergeben. Homunculus? Nane weiß nicht, was das sein soll. Homunculus. Vertraut einer Hexe. Ruft es alle zu, jubli, jubla, karabata. Was tust du hier denn so? Vor allem Ratten jagen. Früher habe ich das nur aus Spaß gemacht. Aber Shroudy füttert mich nur selten. Und ich muss zugeben, dass die Biester gut schmecken. Isst du alle Ratten, die du fängst? Irgendwann schon. Obwohl ich manchmal erst ein paar Stunden lang an ihnen herumzerre und sie vielleicht ab und zu mal kratze. Dann tue ich so, als würde es mir langweilig. Irgendwann glauben sie an ihre Überlebenschance und sausen los. Und dann falle ich sie in der letzten Sekunde an. Wenn ich es richtig abpasse, fühle ich die Welle erdrückender Verzweiflung auf sie niedergehen. Es macht eine Menge Spaß. Oh, das ist aber hart. Nein. Hart ist es, wenn ich das Ganze zweimal mit ihnen mache. Kurz bevor ich ihnen den Kopf abbeiße und an ihren winzigen Füßchen herumknabbere. Diese Katze ist ein Warfan, nicht zu fassen. Warum ich das weiß, ich bin keiner, aber ich kenne dieses Vorgehen. Meine Güte, was bist du denn für ein kleiner Sadist? Ich sag ja, ich mag diese Katze nicht. Darf ich sie töten? Ich mag die Katze nicht. Du sagtest, dass du die Sachen der Baronin bewacht hast. Was für Dinge waren das denn? Die meiste Zeit habe ich zwei Bücher in der Bibliothek bewacht. Aber ehrlich gesagt müsste ich euch töten, wenn ich euch mehr darüber erzählen würde. Oh ja, na klar. Nichts für ungut, aber ich glaube, Mona als Vampir, auch wenn sie sich ein bisschen dumm anstellt. Danke, das wäre im Moment alles. Ich mag Paywacket nicht. Jo, Stillstand. Schönes Stillstandbild doch. Fall sie an, Frederik. Damit kann ich Frederik nicht benutzen. Schade. Ja. Das klappt nicht. Ich probiere gerade nur ein bisschen was aus. Nichts von höherer Bedeutung. Okay, gut. Wir haben das Halsband. Moment. Wenn ich das auflege. Ja, das hatten wir ja schon. Gut, im Moment finde ich jetzt nichts weiter. Oder übersehe halt was.
Wie auch immer. Oh Mann, diese Katze ist... Wow. Wenn ich weiß, was War ist, War bezeichnet man als, ich sag mal, Leute, die einen Fressfetisch haben. Also, weiß ich nicht, die das so auch so, ja, was sie eben erzählt hat, so, ja, Verzweiflung hieß das jenes. Ich muss es gar nicht groß aus sagen. Ich finde das irgendwie total krass. Nicht mein Ding. Ich bin lieber Sadist. So ein bisschen peitschen. Das Buntlass mitnehmen? Und wohin soll ich es bitte schön mitnehmen? Ich kann mir nun wirklich nicht vorstellen, dass ich irgendwann irgendwo ein Buntlassfenster ersetzen muss. Sag sowas niemals laut. Die Fenster sind exquisit gearbeitet. Das Motiv scheint zwei ineinander verschlungene Schlangen und ein paar lila Tentakel zu sein. Ich hasse Purpur-Tentakel. Die grünen sind mir viel lieber. Oh, yeah. Day of the Tentakel wird auch verarscht. Dieses Click und Point müsste ich mir mal besorgen. Day of the Tentakel. Ich hab's noch nie gespielt, aber ich hab schon... Mein Stiefvater, der hat mir schon so einen davon vorgeschwärmt. Mein Gott. Es wird wirklich höchste Zeit, dass ich das mal spiele. Malbuch? Oh nein. Ganz gewiss nicht. Ist das Shroudy? Ist das Shroudy? Meine Güte, wie sieht der denn aus? Wollte sie das jetzt nicht? Ganz gewiss nicht. Warum denn nicht? Okay, interessant. Okay, cool, irgendwie. Ein Meisterwerk ist es ja nicht, aber deshalb muss man es ja nicht gleich zerfleddern. Ich finde es niedlich. Es ist süß. Eines von Shroudys alten Malbüchern. Da ist ein Bild von einem Wassermolch drin. Schön, dass er wenigstens als Kind halbwegs normal war. Nur hat er das als Erwachsener gemacht. Der Malstift ist frisch und die Packung neu. Mon Dieu. Okay, ich finde es trotzdem süß. Oh, nö. Der Benimmkodex für Opernsternchen verbietet unhöfliche Gesten. Insbesondere das Anspucken von Kunstgegenständen. Hat das irgendein... Ich kann das doch nicht im Schloss verschütten. Hat es denn irgendeinen Sinn, jetzt hier irgendwas zu machen? Ups. Ich will nicht nach einem... Was hat denn das? Was bringt das denn jetzt? Nee. Schneide raus. Ich benutze das Buttermesser. Lol. Sie schneidet es echt aus. Was hat denn da... Okay. Also so ein scharfes Buttermesser hätte ich auch gern. Meine sind alle stumpf. Und zwar wie Rons. Yay. Buntstifte mitnehmen. Ich liebe Stifte. Den können wir bestimmt gebrauchen. Yay. Ich lese ihn mal auf. Buntstifte. Ich hätte sie mir alle gekrallt. Ich liebe Zeichnen. DVD-Sammlungen, Pornoheftchen. Huch. Geiler Stuhl. Mal schauen, was die Baronin so an Lektüre in ihrer Bibliothek hat. Geil. Ich liebe solche Einstellungen. Sowas ist so klasse. Ich bin dann mal da. Was Europas schönste Geheimgänge. Kein Blut, nirgends. Was ganz unten Bekenntnisse eines Sarg... Was Sarg... Wurms, glaube ich. Bekenntnisse eines Sargwurms. In Disney-Schrift geschrieben, geil. Draxelvanien mit 15. Zenturen am Tag. Reiseführer für Fortgeschrittene. Eine unbequeme Wahrheit. So pfuscht der Sarg... Was? So pfuscht der Sargzimmerer. Aufklärungsbericht von Leinschreiner. Ich sehe das selbst nicht ganz so gut. Was? Krustenechsen. Die verbotene Frucht. Ich liebe dich, verarsch mich nicht. Geil. Geiles Spiel. Echt geil. Jo, und wir machen das nächste Mal weiter. Oh, wie hammer ist das denn, ey. Gut, ja.
Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Bis denn dann.